Hier präsentieren wir die 5 besten Santokum-Esser-Test. Lasst uns mit der Liste beginnen. Beginn unserer Liste unter Nummer 5, Fiskars Edge Santokum Esser. Das Fiskars Edge Santokum Esser mit einer extrem scharfen Stahlklinge überzeugt durch elegantes, schlankes Design und innovative Eigenschaften. Die moderne, unkonventionelle Alternative für das traditionelle Santokum Esser. Die Härte der Klinge liegt bei 53 plus minus 1 HRC. Das ist deutlich weniger als bei den anderen Messern, die wir auf unserer Seite vergleichen, und liegt an dem Stahl und der Verarbeitung. Es kann passieren, dass die Schnitthaltigkeit darunter leidet. Das bedeutet aber nicht unbedingt eine schlechtere Handhabung oder Schnittqualität, wenn man es bei Gelegenheit auch nachschleift. Bei Nummer 4, Makami Premium Santokum Esser. Das Material der Klinge ist in 67 Lagen geschichtet. Ähnlich wie bei vielen Damastmessern wird auch hier für die Kernschicht der extrem harte VG10-Stahl verwendet, der die Schärfe der Schneidekante ausmacht. Die äußeren beiden Schichten bestehen für eine optimale Stabilität aus jeweils 33 Lagen rostbeständigem und flexiblem Damastner Stahl, der gefaltet und geschichtet wird. Dieser weichere Stahl schützt die harte Kernschicht. Durch die vielen Lagen der Klinge bekommt das Santokum Esser auch die nötige Elastizität. Mit 16,5 cm liegt das Makami Premium im unteren Durchschnitt der Klingenlängen von Santokum Essern. Du hast eine gute Kontrolle beim Scheiden und kannst flexibel agieren. Für mehr Informationen überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Die Hälfte unserer Liste auf Platz 3, Oyeiro F503 Santokum Esser. Das Toyeiro F503 Santokum Esser mit einer harten, rostfreien Chromstahlklinge und Eco-Holzgriff punktet nicht nur durch den Preis, sondern unter anderem auch durch seine Schärfe und Verarbeitung. Für Hobbyköche ein Must-Have in der Küche. Das Material der Klinge ist in 3 Lagen geschichtet. Ähnlich wie bei vielen Damastmessern wird auch hier für die Kernschicht der extrem harte VG10-Stahl verwendet, der die Schärfe der Schneidekante ausmacht. Die äußeren beiden Schichten bestehen aus rostfreiem, mit 13% chromlegiertem Stahl. Dieser weichere Stahl schützt die harte Kernschicht. Dies ergibt einen Verbundstahl mit hoher Widerstandsfähigkeit und langanhaltender Schärfe. Kurz vor unserer Liste auf Platz 2 Wüsthof 4174 Grand Prix II Santokum Esser. Das Wüsthof 4174 Grand Prix II Santokum Esser mit einer harten, rostfreien Edelstahlklinge und Kunststoffgriff punktet nicht nur durch den Preis, sondern unter anderem auch durch seine Schärfe und Leichtigkeit. Messer von Wüsthof werden in Solingen nach neuesten technologischen Herstellungsverfahren aus einem Stück Edelstahl geschmiedet und gehärtet. Der Edelstahl besteht aus Chromolybdien-Vanadiumstahl. Der durchgehende R setzt sich von der Klinge bis in den Griff fort, das sorgt für ein gutes Gewichtsverhältnis. Und kommen in eins unserer Liste. Kaizun DM Santokum Esser. Das Kaizun DM0702 Santokum Esser mit einer sehr harten Damastner Klinge und Packer Holzgriff überzeugt nicht nur durch die Schärfe, sondern unter anderem auch durch die Balance und Verarbeitung. Ein echtes Highlight in der Küche. Das Material der Klinge ist in 65 Lagen geschichtet. Wie bei vielen Damastmessern wird auch hier für die Kernschicht der extrem harte VG10-Stahl verwendet, der die Schärfe der Schneidekante ausmacht. Die äußeren Schichten bestehen aus jeweils 32 Lagen gefaltetem Damastener Stahl. Dieser schützt die harte Kernschicht und sorgt für Elastizität und mehr Bruchsicherheit. Für mehr Informationen überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Danke, dass Sie unser Video für mehr Aktualisierung abonnieren unseren Kanal.